Mit gleich zwei Stücken will das Staatstheater Cottbus den morgigen Schauspielabend in der Kammerbühne schmücken. Zum einen das Himbeereich von Autor und Dokumentarfilmer Andres Feil und zum anderen Alles Gold, was glänzt von Mario Salazar. Du bist jung, du kannst dir was aufbauen, du musst es besser haben als ich. Dabei nähern sich die Inszenierungen beider Stücke, wenn auch aus unterschiedlichen Perspektiven, dem gleichen Dauerbrenner-Thema an, nämlich Geld. Krisen haben in diesem System durchaus ihren Sinn. Sie entwerten überschüssiges Kapital. Naja, wir haben so ein Spielzeitthema, das heißt Deutschland, Wunder und Wunden. Und mit diesen beiden Stücken wollten wir halt in die Gegenwart gehen. Ich habe diese beiden Stücke gelesen gehabt und dachte, oh, diese Kombination wäre toll. Wir haben auf der einen Seite im Himbeereich Banker, also da wird eigentlich eher die Bankenkrise 2007, 2008 erklärt, also Investmentbanker, die im hohen Maße viel Geld verschwendet haben und Steuergelder dafür aufkamen. Es gehen, also die Zahl gibt es so 74 Milliarden, das ist eine ungemein große Summe. Und es wird in diesem Stück wird gezeigt, eben wie die Banker, aufgefordert durch diese Politik auch, einfach versuchten im Investmentbanking also halt mitzumischen, großes Geld zu verdienen und dabei aber eben fatale Fehler machten. Und auf der anderen Seite haben wir eine Familie, in Alles Gold, was glänzt. Diese Familie, der Vater verliert seinen Job und jetzt müssen wir suchen, also versucht die Familie es zu schaffen, eine neue Arbeit zu finden, einfach Geld zu schaffen. Das geht aber leider nicht. Sie fliegen nachher aus der Wohnung raus. Und sie machen das aber auf eine sehr satirische Art und Weise, versuchen sie einfach zu überleben. Und diese Idee, also beide Stücke zusammenzufassen, das empfand ich halt als Konzept, dass man auf der einen Seite eben sieht, wie wird Geld verschwendet und auf der anderen Seite, wie wichtig ist der Überlebenskampf von einer kleinen Familie. Und das war dieser Kontext, in dem ich das beides gebunden hatte. Um allerdings diese zwei Stücke unterschiedlicher Autoren und unterschiedlicher Aufmachung miteinander zu verbinden, gehört noch ein bisschen mehr dazu. Ein stilistisches Mittel war gefragt. Ja, also wir gucken ja viel Fernsehen, also die meisten Menschen. Und als ich jetzt eine Dokumentation gesehen habe, also okay, keine Ahnung, die lief damals irgendwie auf RTL 2, ich dann dachte, oh Gott, da reden sie jetzt über von mir aus Schwiegermutter gesucht oder irgend sowas. Und dann dachte ich so, wie wäre das, wenn man also diese beiden unterschiedlichen Stücke an einem Abend zusammenbindet? Also habe ich dann auch einen Videokünstler geholt, dass wir Trailer schneiden, das heißt so, dass wir eine Doku, also das Himbeereich ist eine Doku-Fiction. Es gibt sogar einen richtigen Trailer dafür, der dann also am Anfang zu sehen ist. Auf dem Alles Gold, was glänzt, ist eine Art Sitcom und so war einfach die Möglichkeit über das Medium Fernsehen, also was beeinflusst groß uns? Das Fernsehen natürlich, weil darüber sehr viel Politik auch gemacht und natürlich Geld und das war die Idee dann auch, das darunter laufen zu lassen, weil es auch jeder kennt einfach. Wie genau man den Fernseher als Objekt in die Aufführung eingearbeitet hat, wollen wir aber noch nicht verraten. Wer sich selbst gerne ein Bild davon machen möchte, der hat morgen um 19.30 Uhr zur Premiere in der Kammerbühne die Möglichkeit dazu. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Ein Lehrspiel über Demokratie, Politik und Menschenrechte in Zeiten der DDR. Zocken Sie als SED-Chef Ihr dummes Volk ab und schicken Sie es nicht über los, sondern direkt in den Knast.